Der Idea Builder von Dremel ist ein erschwinglicher 3D-Drucker für jedermann. Wir zeigen, wie das knapp 1000 Euro teure Gerät funktioniert. Mit dem Drucker erhält man unter anderem ein USB-Kabel, eine Reinigungsnadel, einen Schaber, einen Haltebolzen und die Filamenttrommel mit weißem Kunststoff. Mit einem Haltebolzen wird diese im Drucker befestigt. Eine Rolle des Kunststoffs kostet ca. 30 Euro. Der digitale Fabrikator, besser bekannt als 3D-Drucker, arbeitet mit dem Verfahren der Schmelzschichtung. Kunststoff wird erhitzt und Schicht für Schicht aus einer Düse gespritzt. Ist der Druckkopf aufgeheizt, kann der Kunststoff eingeführt werden. Damit sich die Drucke besser lösen lassen, wird auf die Druckplattform eine Auflage geklebt. Im Starter-Set ist sie in zweifacher Ausführung enthalten. Anschließend muss der Drucker noch kalibriert werden. Drei Positionen werden mit Hilfe einer Schablone nivelliert. Dann kann gedruckt werden. Entweder man nutzt vom Hersteller vorgegebene Objekte, wie in unserem Fall, oder man gestaltet die Objekte mit einer kostenlosen Software selbst. Je nach Objektgröße kann der Druck dann auch schon mal ein paar Stunden dauern. Unser Frosch ist nach 30 Minuten fertig. Mit dem Schaber löst man das Objekt dann von der Druckplatte und entfernt die Reste des Kunststoffs ganz einfach mit dem Finger. Und da ist er, der kleine, selbstgedruckte Frosch. Mehr zu dem 3D-Drucker von Dremel lesen Sie im Selbst ist der Mann-Heft Ausgabe 11 2015.